Hallo, herzlich willkommen zur wunderschönen neuen Folge zu American Truck Simulator. Und weiter geht's mit dem, ja, wunderbaren Let's Play. Und ja, ihr wundert euch, warum jetzt jeden Tag warum gestern zwei Folgen kamen und heute nur eine. Ja, ich will das nicht so übersättigen. Und Sonntag kommen dann diesmal zwei Folgen American Truck. Sonntag kommt auch nur eine Folge American Truck Simulator. Weil, ja, dann jeden Tag, jetzt die ersten drei Tage jeden Tag und ab nächste Woche dann alle zwei Tage American Truck Simulator kommt. Und darauf könnt ihr euch freuen, weil ich will das ganze Spiel durchspielen und zumindest mal alle Städte erfahren, weil es sind zwar nicht viele Städte, aber es sind schon Städte, wo... Ist außerhalb von Los Angeles. Ich möchte ja ganz gerne mal so ein bisschen reinfährt nach Fresno, Carlsbad. Ja, das ist auch nicht schlecht. Bakersfield und da nach da Düngemittel, Siliziumoxid, ja, könnte man eigentlich auch machen. Sacramento. Los Angeles. Von da nach Los Angeles. Ja, das können wir machen. Nehmen wir mal Los Angeles. Und ja, wir fahren von Ulm nach Los Angeles. Wir fahren Farben weg. Na dann. Wow. Oh, allein. Allein dieser Blick. Erstmal Foto machen. Und dann losfahren. Na gut. Aus dem Industriegebiet raus. Nach rechts kommt nichts. Na dann, auf geht's. Und ja, ich freue mich, dass es jetzt hier auch weitergeht. Und ich speichere mir diesen Spielstand. Weil ich nehme ja meinen Rechner nämlich komplett neu mache. Das heißt, ich nehme nämlich alles, alle Folgen bis einschließlich, was bis Mittwoch geht. Alle American Truck Folgen nehme ich einschließlich bis Mittwoch auf. In einem Tag, weil nämlich je nachdem wie kulant die Computerleute sind. Ich möchte auch ganz gerne raus, Leute. Oh ja, oh ja. Ja, jetzt bremsen die auf einmal. He? Oh, bitte bremsen. Danke. Ja, tut mir leid, ich muss mich rausmogeln. Oh, Polizei. Hoffentlich haben die noch nicht gesehen, dass ich mich rausgemogelt habe. Auf geht's in die weiten Welten des Amerikas. In dem wilden Westen. Wir fahren ja nach Osten eigentlich, aber ist egal. Nach Los Angeles. Nach L.A. Und da fahren wir 5 Stunden Spielzeit, okay, also ungefähr 20 Minuten. Pi mal Daumen. 20, 30 Minuten. Ah, guck mal, da macht jemand Urlaub. Viel Spaß! Ah, schön geil.
Ah, ich war viel zu schnell, aber... Ja, gut. So. Der Tempomat drinne und dann kann es ja ganz beruhigt los. Oh, da kann es dann ganz, ganz ruhig los. Ja, also mir gefällt richtig gut. Also das Feeling, das kommt rüber. Aber vielleicht habt ihr auch schon den Livestream schon gesehen, der am Freitag vielleicht kam. Kommt immer drauf an, wie das ist. Und ja. Gespannt, aber ich weiß nicht, also wir haben jetzt zwar satte 30 Frames, ich habe meinen iCloud auf 30 Frames reduziert, habe ich schon, weiß gar nicht, 30 bestimmt, ja, wie gesagt, 30 Frames und ich meine, ja, ich habe nicht so den besten Rechner, muss man auch sagen, und ja, aber wie gesagt, ihr könnt ja dann alles erfahrt ihr in einem extra Video, wenn der Rechner da ist, was ich mit meinem Rechner geholt habe. Das heißt, ich mache dann ein Video mit der Webcam, eine wunderschöne Aufnahme, wo ich die ganzen Komponenten teile. Ja, Entschuldigung, trockenen Mund, ich sollte nicht so mehr was trinken, aber ich habe ja noch Cola da stehen. Cola. Aber das ist doof. Ich muss mir da mal einen Tee machen. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt die ganze Nacht jetzt durchweg aufgenommen. Weil wie gesagt, wenn der Rechner heute noch wegkommt und der bis morgen fertig wird, wäre nämlich perfekt für mich. So in dem Sinne. So. Dann weitergeht. Guck mal, es sind nämlich schon sind 82 Meilen, also ich weiß nicht, wie viel 55 Meilen pro Stunde sind in km/h umgerechnet. Ja, müsste ich mal umstellen. Aber da habe ich aber auch keinen Bock. Hier sind wir schon bei 35. Jetzt sind wir hier schon in der Stadt, aber ich mache mal ganz kurz Pause. Ganz kurz Aufnahmepause. Ich nehme auch mal ganz schnell Tee holen und bin dann gleich wieder da. Bis gleich. Hallihallo, herzlich willkommen. Weiter geht's. Und ja, ich habe mal schnell einen Tee gemacht. Falls ihr fragt, warum ich dir eine kleine Unterbrechung gemacht habe. Wegen meinem Halt. Und ich hätte ja dann nicht ordentlich reden können mit euch. Und wir sind ja auch bald am Ziel. Und ja. Da bin ich mal gespannt. Aber die Ampeln sind ja echt genial. Also, so genial.
Hier die rechts, hier die rechte Ampelseite, das halt die rechte Abbiegerspur, die von rechts kommt, dürfen rumfahren oder was? Ja, ist schon ganz komisch. So. Jetzt haben wir wieder 55 MP. So. Da hier dieses Geruckel, ja. Gleich. Und jetzt haben wir wieder ordentlich. Können wir da ordentlich Stoff geben hier. Boah, hoffentlich fahre ich jetzt in keinen Blitz da rein. Oh, ich muss hier runter. Oh mein Gott. Das war viel zu schnell. Das war ja mehr als zu schnell. Hier geht nämlich schon wieder auf 35 runter. Erster Aufenthalt in Los Angeles. Ja, da bin ich mal gespannt. Wenn man hier so ansehen, so würde ich keinen kriegen. Bei der Behills oder was? Okay, wir haben hier einen Krankenwagen hier rumfahren. Oh, die hat gebumst. Ich möchte ganz gerne rum irgendwann mal. Dankeschön. Oh, da ist ein Flugzeug. Sieht hier so abgezäunt aus, gell? Oh, das ist aber auch ganz schön hart. Ich will den berühmten Hügel sehen. War das in Delaware, Los Angeles? Mit Hollywood? Ja, gell? Ja. Ah, wir sind in der Vorstadt, oder? Kann das sein? Leaving Los Angeles? Ich verlasse doch nicht Los Angeles. City Limit. Okay. Oh, da ist ein rotes Kreuz, ein grünes Kreuz, Pharmamedics. Ah, okay. Dann fahre ich mal mit 27 Meilen. Ich weiß auch nicht, wie das 50 km/h oder so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr langsam in der Stadt. Also, ich würde damit nicht zurechtkommen wollen. Oh, bitte noch. Ja. Oh! Immer dieser... Also, das sind diese typischen Ami-Trucks, die übel den Ausschlag machen, ja. Also... Oh, da vorne ist auch noch einer. Ich glaube, ich war zu schnell. Nein, doch nicht. Wieder nach links. Einschlagen. Boah, das ist eine riesen Stadt, ey. Aber ich weiß auch nicht, was sie für eine Engine genommen haben. Bestimmt dieselbe Engine, die es sonst auch gibt. Vermute ich mal. Cocktails. Gut, Cocktails gibt's da. Oh, ich bin gerade über Rot gefahren, oder? Bin ich gerade über Rot gefahren? Meine was? Ich glaube schon.
Oder war da noch links eine Ampel oder so? Ah, ist ja ein Flugzeug, okay. Auch ganz nice. Pio Brigitte, oh, aha, aha. Pio Brigitte wahrscheinlich. Ah. Nur diese teuren Sachen hier. Eine Lagerhalle. Unfall verursacht. No. Ja, ich vermute mal. Aber ich hab grün. So stehen? Ja, du bleibst stehen. Ah, ich bin jetzt mal ganz fies. Ist das doch die Meile, oder? Ist das nicht die Meile? Nee. Das ist nicht die Meile, oder? Ich weiß nicht. Ist das die Meile? Nee. 24 Print. 24 Print. Oder 42. Boah, ich hab so lange kein Englisch mehr. Hilf mir, ey. So lange kein Englisch mehr gehabt. So. One way. Okay. Aber bitte mal einmal das und auf Nummer sicher gehen, okay. Oh, hier müsste ich ja komplett wenden. Nee, komm, Nummer sicher gehen, ja. Da kann ich auch hier ordentlich einparken. Krieg ich nochmal wenigstens 15 EP. So. Boah, immer diese überlangen Trailer. Ui, ich hab's geschafft. Löse Auflieger. Und gute Arbeit. Dankeschön, Dankeschön. Ah, 14 EP. Ah, für die Schäden. Für die Schäden. Ah, das ist immer so ein bisschen schade. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gebt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr was sehen wollt, dann einfach mal Bescheid sagen. Wie gesagt, wir haben ja schon jedem richtig schon mal 7,68% schon abgefahren. Also, die Map ist an sich nicht so groß wie in Europa halt. Aber halt auch hier, guck mal, hier sind übelst viele Städte, Oakland, Fresno und so weiter. Da kommt noch jede Menge was dazu. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich und ich sage dann fürs Erste, tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bye, bye.